Wenn sich die Kaldener Kulturscheune zweimal im Jahr in einen hippen Friseursalon verwandelt, dann dreht sich alles rund um aktuelle Frisurentrends. So auch Ende September wieder, als die Friseurinnung Hofgeismar Wolfhagen die Mode-Must-Haves für die neue Saison vorstellte. Wir haben uns im Zentralverband informiert über die neue Mode und präsentieren die jetzt unseren Kollegen. Wir haben viel Lust und Laune, wir haben viel Spaß mitgebracht, tolle Modelle, aufregende Frisuren und werden mal schauen, was heute alles gezeigt wird. Das war einiges, denn auch wenn es im Herbst-Winter 2014-2015 vergleichsweise klassisch zugeht, werden die Stylings doch einzigartig und immer wieder anders. Davon durften sich rund 50 Hairstylisten in der Kulturscheune überzeugen, wo im Akkord geschnitten, geföhnt und gestylt wurde. Wir haben bei den Frauen interessante Frisuren. Da haben wir wieder kurze klassische Köpfe dabei, angelehnt an den Bubikopf. Da sind viele Frisuren dabei mit verlaufenden Farben. Da gibt es diese 3D-Techniken, die also schöne Farbspiele in die Frisuren bringen. Sehr viel Wert wird darauf gelegt, auch ein Umstyling zu präsentieren. So kommen Strähnen mal besser zur Geltung oder werden mehr versteckt. Das ist eine Renaissance des Bubikopfs, kann man eigentlich nicht sagen, wenn es ihn immer gibt, ne? Oder immer gab. Ja, immer wieder neu. Immer wieder neu. Es wird leicht verändert, aber die ganzen Trends lehnen sich gerne an das, was mal war. Ein klein wenig frecher geht es in der aktuellen Saison bei den Männern zu. Modisches Schubladendenken ist hier mega out. Gefragt ist höchste kreative Freiheit. Gibt es einen Unterschied zwischen den Frisuren, die die Menschen, ich sag mal, in Berlin tragen und hier im Wolfhager Hofgeismarer Land tragen? Gar nicht wirklich. Nein? Nein. Ich denke, wer einfach Spaß hat, hübsche Haare zu tragen, der kann das ruhig machen. Heute ist eigentlich alles erlaubt. Gerade, was ich gesagt habe, mit diesen 3D-Verläufen, diese weichen Farbverläufe, also auch da kann man ja unheimlich viel spielen. Ich denke sogar, manchmal würden wir Friseure uns noch viel aufgeschlossenere Kunden wünschen, die sich einfach trauen, denn heute guckt keiner mehr hinter dem anderen her und schau mal, wie der aussieht. Heute ist einfach das, was man trägt, darf man tragen. Die Modelinie gibt es dafür, dass man einen kleinen Anhaltspunkt findet, mal wieder was Neues zu machen, aber das heißt lange nicht, dass man da ein Modediktat hat. Also wir können im Prinzip ja ganz intuitiv arbeiten, wir können uns inspirieren lassen und wir können einfach diese Begeisterung, die wir haben, an unserem Job, unseren Kunden zeigen und dann dürfen wir auch alles tragen.